Hallo und herzlich willkommen zu unserem Zoom. Du hast einen Körper. Und wie das so ist, ne? Pleiten, Pech und Pannen sind die Dinge nicht so, wie wir es uns erwarten. Und wie oft ist es genau, dass der Körper auch so funktioniert? Du erwartest du bestimmte Sachen, aber der Körper ist einfach, hat seine eigenen Dings. Beziehungsweise, ja, wie viele Erwartungen, Projektionen sind da? Und wie viel Verschwinden haben wir ganz oft, wenn es zu Körpern kommt? Und so, man ist immer leicht, wenn was nicht so läuft, wie es laufen soll, dass man sich bewertet, anstatt zu gucken, Moment mal, was ist denn die Information hier? Ne? So, wie viele Leute sind wirklich gewillt, den Körper zu empfangen mit allem, was da ist? Und ja, wie viel von dem, was du glaubst, was du hast, nimmst du tatsächlich wahr, was alle anderen mit ihrem Körper machen? Ja? So, und diese 5-Tage-Challenge möchte euch dazu einladen, wirklich zu schauen, hey, was möchte ich mit meinem Körper für eine Beziehung oder beziehungsweise für eine Verbindung haben. So, als allererstes, ich habe es vorher schon vor dem Recording gesagt, das ist, wird auf Zoom aufgenommen. Ich werde das hinterher auch in euren Kajabi-Account hochladen, plus auf YouTube hochladen. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass ihr hier gesehen werdet, müsst ihr euer Video ausstellen. Ansonsten seid ihr alle sichtbar. Und wie wäre es, wenn man eurem Körper erlauben würde, sichtbar zu sein? Ach ja, an dieser Stelle auch nochmal für alle die, die mich nicht persönlich kennen. Mein Name ist Simone Zücker. Ich vergesse das immer ganz gerne, wenn ich immer zack, boom, reinspringe in die Geschichte und ich denke mir, ach, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mich noch nicht kennt. Also, Simone Zücker mein Name. Ich bin ein Access Consciousness Certified Facilitator und ein Being You Facilitator. Und ja, Access Consciousness hat ganz viele geniale Tools, um wirklich alle Bereiche deines Lebens dynamisch zu verändern. Also wenn du weißt, in deinem Leben sollte was anderes möglich sein, mit deinem Körper sollte was anderes möglich sein, dann bist du hier wirklich an einem Ort, wo du das findest, wonach du suchst, möchte ich mal sagen. Ja? So wie viele von euch haben schon mega viel gemacht, aber unterm Strich hat sich nicht wirklich was verändert. So, geht es jetzt um die richtige Methode oder geht es da tatsächlich darum, auch zu gucken, welche Ansichten haben wir denn da? Vor allem, wenn es auch im Körper geht. Wie fest und solide ist da oft, ich mache doch alles richtig und es verändert sich trotzdem nicht. So, und spürt mal, ne? Okay, und die Werkzeuge mit Access Consciousness, da geht es ganz viel darum, wirklich in der Frage zu sein. Wenn du eine Frage stellst, kriegst du ein Gewahrsein. Wenn du eine Schlussfolgerung hast, dann wirst du genau das kriegen, was du schon beschlossen hast, was es ist. Und schaut mal, gerade wenn es zu Körpern kommt, wie viele Bewertungen sind da? Wie viele Ansichten? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Wie viel Sport musst du machen? Wie viel Schlaf musst du haben? Welches Essen ist gesund? Na, das sind alles richtig falsch, richtig falsch, richtig falsch, richtig falsch. Keiner lädt dich ein zu fragen, hey Body, erstens, möchtest du überhaupt was essen? Wenn wir jetzt beim Essen sind. Und zweitens, was möchtest du essen? Was ist denn yum, nährend, beitragen? Wo du merkst, so, ne, so dieses Orgasmische, wo du, ne, du hast es im Mund und denkst so, oh mein Gott, das wird... Na bloß, ich hoffe, ihr habt das alle schon mal erlebt. Beim Essen ist es so leicht, ne? Einzuspüren, was ist denn wirklich expansiv, orgasmisch? Habt ihr alle schon mal so ein Essen gehabt, wo du sagst so, oh mein Gott, das geht, ne, das dehnt sich in jeder Zelle aus. Kennt ihr sowas? Cool, Jung. Und ich habe diese Challenge genannt, du hast einen Körper, weil für, eben, wie gesagt, ganz oft sind wir gar nicht mit unserem Körper verbunden. Der muss einfach irgendwie funktionieren, ja? So, dieses blöde Ding, schon wieder Hunger oder aufs Klo oder was weiß ich. Aber das ist ein super Beispiel, ne? Ganz oft fragen wir, oder höre ich das von Leuten im Kurs, die sagen, ja, ich habe keinen Zugang zu meinem Körper, ich weiß das nicht, ich höre den nicht. Was ist erst, euer Körper spricht nicht in Worten. Euer Körper spricht in Bildern und in Energie. So, und ich möchte euch mal wirklich einzuladen, stimmt es wirklich? Weißt du nicht, was der Körper möchte? Und da ist die Frage eben, weißt du, wann du aufs Klo musst? Oder bist du da auch unsicher? Musst du oder musst du nicht? Da ist es ganz klar, was denn alles so klar ist wie, hey, ich muss aufs Klo, ich gehe aufs Klo. Triffst du die Wahl, gehst, alles erledigt, ja? Hui, alles, was das ist, Migration, zerstören und kreieren, right, wrong, good, bad, pot, pork, orange, hot, spicy, nuts. Und du kannst es fragen, ne? Das war das Access Consciousness Clearing Statement. Das kannst du immer dann verwenden, wenn du merkst, da ist so eine Ladung, die sich zeigt. Ne? Mit dem Clearing Statement löst du das eben auf. Ne? Das Plus und Minus, das Richtig und Falsch davon. So, was denn mit eurem Körper alles so klar wäre, wie aufs Klo gehen? Ist lustig, dass wir das als ersten Grunddings, erste Dings mal eintauchen. Ne? Aber da ist es so klar, jeder weiß, wenn er aufs Klo muss, oder nicht? Wer hat da Schwierigkeiten und weiß nicht, wann er aufs Klo muss?
So alles, was, ne, so, und was du mit allem so viel Klarheit haben kannst. Okay, jetzt möchte es mein Körper haben. So, und eine Sache, zu der ich euch schon mal einladen möchte, und wie gesagt, ach, das muss ich auch noch mal ganz kurz, wir wollten eigentlich diese Woche diese Challenge machen und in meinem Kopf war irgendwie noch eine Woche dazwischen, die gar nicht existiert. Ich bin morgen unterwegs nach Rom und dann bin ich wieder im Zug und im Kurs und dann mal, bevor wir die Zeiten x-mal hin und her schieben müssen, werden wir die offizielle Challenge nächsten Montag starten. Das heißt, ihr kriegt einen Tag mehr. Genau. So, wie viele von euch kennen die Werkzeuge von Access Consciousness schon und wer kennt es noch gar nicht? Und ihr könnt es auch später in die Kommentare schreiben, wenn du das Recording siehst, dass ich so ein klein bisschen Überblick habe. Oder ihr könnt es auch hier in den Chat schreiben, ihr könnt auch unmuten. Ist es für jemanden komplett neu, der noch nie was gehört hat von diesen Tools? Immer auch so ein bisschen zum Gucken, ne? Und ich habe beschlossen, das eben auf Zoom zu machen, weil Facebook mit seinen süßen Algorithmen, wenn dann alles nicht angezeigt wird, gefällt mir nicht. Wie wird es noch besser? Schreibt ihr alles schon? Weiß ich nicht. Cool, eine Übung, mit der ihr wirklich schon starten könnt, und das könnt ihr die nächste Woche tatsächlich auch schon machen, ist, wenn du morgens aufwachst, noch bevor du irgendwas anderes machst, möchte ich euch einladen, legt eure Hände aufs Gesicht und sagt erstmal Hi Body, guten Morgen oder Hallo. Jetzt ist es nicht mehr guten Morgen, sind wir schon nach 12. Aber berühre dich und spüre wirklich, geh in diese, ich hoffe, ihr hört mich noch gut, in diese Verbindung. Hey, meine Hände berühren mein Gesicht und empfangen mein Gesicht und mein Gesicht empfängt meine Hände oder meine Hand. Und ne, alles, was das schon mal hochbringt, was jetzt das schon ganz komisch ist, oh mein Gott, und jetzt auch noch vor anderen, und dann habe ich das im Video, oh, jojojojo, können wir das Taste dann umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pork, orange, shots, boys, and girls. Wie falsch ist es, wenn du eine wirklich liebevolle Beziehung zu deinem Körper hast? Wie viele Bewertungen habt ihr da alle schon erlebt, durch alle Lebzeiten? Können wir das alles widerrufen, auflösen, aufkündigen, das annullieren, dem abschüren, es zurückfordern, unzerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pork, orange, shots, boys, girls. Bringt mich zur nächsten Frage. Wie viele von euch haben tatsächlich eine richtig gute Beziehung zu ihrem Körper? Und verstecken das, damit genauso aussehen kann wie bei allen anderen, damit du dazugehörst. Hui! Und schau mal, ist das die Wahl, die du treffen möchtest? Oder könntest du mit deinem Körper was ganz anderes kreieren? Was für dich funktioniert, ja? So. Jetzt haben wir ein Echo. Ja, also, ne, wenn du morgens aufwachst, berühr dich, spür das, sag, hey, Body, danke, dass du mit mir auf dieser Reise bist. Ich muss es ein bisschen so machen, nicht, das ist Mikro. Ne, so. Und vielleicht hast du Lust, dich zu streicheln, dich zu berühren und erstmal zu deinem Körper Hi zu sagen, ja? Und das ist etwas, das kannst du wirklich just for you, just for fun, don't tell anyone. Das kannst du machen nur für dich, nur zum Spaß. Du musst das keinem erzählen, ja? So. Und eine zweite Sache, zweite, dritte, keine Ahnung, ganz oft reden wir von der Beziehung zu deinem Körper. Wenn du das Bezug nehmend hast, dann hast du immer eine Trennung zwischen dir und deinem Körper, ja? In Beziehung stehen. Das heißt, wie stehst du im Raum zu deinem Körper? So, ich möchte euch einladen, in dieser Challenge wirklich einzutauchen in deinen Körper, um in diese Verbundenheit zu kommen. Raus aus der Bewertung, raus aus diesem richtig und falsch, raus aus all dem, was andere von dir erwarten und auf deinen Körper projizieren. Andere mit dir und auch du mit dir und deinem Körper. Und zu dem zu kommen, was wirklich mit deinem Körper möglich ist, ne? So, wenn du da aus der Bewertung rausgehst und wirklich ins Empfangen kommst. Ne, und wir lernen oft, ne, weiß ich, mein Bauch ist zu dick oder bin zu faltig, zu pickelig, was auch immer. Und dann ist diese Bewertung so dominant. Und was glaubt ihr, was passiert? Alles, was so dominant in eurem Universum ist, da kriegt ihr mehr davon, weil da ist so viel Energie. Wenn ihr Dinge verändern wollt, dann wäre es zu sehen, aha, das habe ich. Was ist wohl möglich, das zu verändern? Body, was weißt du darüber, ja? Wenn in diese Kommunikation geht, zeig mir, wenn du hier was verändern möchtest, was kann ich dir beitragen zu dieser Veränderung, die du dir wünschst, ja? Dann geht ihr in ein Miteinander, anstatt dieses harte, ne, am besten noch separieren. Coolio. Habt ihr Fragen
ne, wenn ihr aus dieser Challenge alles raus haben könntet? Oder was hat euch dazu bewogen, die Challenge mitzumachen? Und die Lüde hat am Anfang schon gesagt, ne, sie hat Leute eingeladen und dann gesagt, wieso schickst du mir das? Ja, da wäre meine Einladung einfach gewesen, hey, alle haben einen Körper und wie oft, ja, ist man gar nicht so sehr sich dessen bewusst, was damit möglich sein könnte, würden wir hier mehr Fragen stellen. Cool, aber habt ihr Fragen? Was kann ich euch beitragen? Nicht alle aufs Mal. Okay. Ja, ich habe eine Frage. Aha. Monika. Grüß dich, Monika. Schön, dass du da bist. Wie lege ich die Bewertungen ab über meinen Körper? Wie ist immer so eine Frage, die klingt wie eine Frage und ist keine Frage. So. Ja, aber was könnte ich anderes machen? Weil das ploppt immer wieder auf, wenn ich mich im Spiegel sehe. Mal so ein dicker Bauch. Ich bin so fett. Ja. Weißt du, wenn ich mich nicht sehe, dann geht's, aber wenn ich mich sehe, dann kommt das so, ja, immer so spontan hoch, ne? Cool. Jetzt weiß ich bei der Monika, sie kennt die Werkzeuge schon so ein bisschen. Ja. Verwendest du die interessante Ansicht? Habe ich auch schon verwendet, ja. Aber so lang, bis es wirklich, bis du merkst, es ist nur eine Ansicht, aus der ich kreiere. Ne? Du sagst zum Beispiel den Satz, ich bin fett. Wie wäre es, das dann zu sagen, interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe, ich bin fett. Interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe, ich bin fett. Interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe, ich bin fett. Manche Leute machen das dreimal und merkst, es verändert sich. Und manchmal musst du es 100-mal machen, weil du sagst, hey, das ist ja wirklich nur eine Ansicht, nichts, was wahr ist. Wenn du aber da bei der Ansicht bleibst, ich bin fett, bestellst du? Was glaubst du, was du bestellst? Dass du abnehmen wirst? Und das sich einfach bewusst machen. Worüber sprecht ihr? Was erzählt euch selber in eurem Kopf tagtäglich über euch in euren Körper? Und, ne, das ist meine Einladung an euch, sich zuzuhören. Und nicht zu bewerten, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach, Und das ist etwas, was mir mega geholfen hat, Humor hinzuzufügen, ja? So, du merkst, du bewertest dich total stark. So, welchen Humor kannst du zu deinen Ansichten hinzufügen, dass es leichter wird, ne? So, wie wärst du nur einfach sagen, hey, süß, schau, ich bin schon wieder eine Bewertung von mir selber. Ha, das kann ich wirklich gut, ja, das anzuerkennen. Dann, okay, was könnte ich hier sonst noch wählen? Okay, ich kann mit der interessanten Ansicht spielen. Ne, und zwar so lang, nicht nur, und ich mag, viele Leute verwenden die Tools, ne, bla 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 bla. Nimm wirklich die Energie von, hey, ich bin zu fett, was ist das für eine Energie? Und dann sag, hey, interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe, ich bin zu fett. Und dann merk, hat sich die Energie verändert. Und dann mach nochmal, interessante Ansicht, dass ich die interessante Ansicht habe, ich bin zu fett. Merkst du, verändert sich schon was. Interessante Ansicht, dass ich die, und das machst du immer, wenn du das in deinem Kopf hast. Und noch was ich auch empfehlen würde, pot und pockt erstmal euren Spiegel. Alle Ansichten, Projektionen, die da schon sind, jedes Mal, wenn du in deinen Spiegel schaust, wirst du diese Ansicht geliefert. Wieso ist es schon wirklich die Information in deinem Spiegel, ja? Zu fett. Klingt komisch. Weiß ich. Und ich merke das eben, wenn ich in Hotelzimmer bin, weil ich denke, Gott, habe ich Falten? Ich denke, Moment mal, diesen Gedanken habe ich sonst nicht, aber wie viele Leute haben das in einem Hotelzimmer, weil das Licht anders ist, dass du faltig wirkst? Wem gehört diese Ansicht, ja? Und jemand, ne, nur weil es in deinem Kopf ist, heißt es nicht, dass das deins ist. So auch das. Ihr könnt auch in der nächsten Woche schon spielen. Wir haben so viele Tools, deswegen dachte ich, ne, machen wir mal eine 5-Tage-Challenge, wo ihr so ein bisschen eintauchen könnt und sie wirklich anwenden könnt, ja? So, wem gehört diese Ansicht, ich habe Falten? Ist das meine? Nein. Und selbst wenn da Falten sind, who cares, ja? Schau doch mal, welchem Schönheitsideal wollt ihr entsprechen? Wer sagt den Standard, was schön ist, was nicht schön ist? Was, wenn euer Körper genauso ist, wie er sein möchte? Oder sie? So, allen Schönheitsstandards, die ihr beschlossen habt, entsprechen zu müssen, bewusst oder unbewusst,
Wenn wir die alle widerrufen, auflösen, aufkündigen, das annullieren, dem abspüren, das zurückfahren und zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, orange, shots, boys, neons. Und auch mal zu schauen, diese Standards, die es zu geben scheint, für wen kreieren die denn? Kreieren die für deinen Körper oder gegen ihn? Und wie viel Bewertung hast du immer auf dich, wenn du dem nicht entsprichst, ja? Und auch wenn du dem entsprichst, wie viel Bewertung hast du dann in richtig? Was dir auch keine Wahl und Freiheit gibt, ja? Und ich hatte mal, und das, ich nehme jetzt gerade dich als Beispiel, Monika, das war vor ein paar Jahren im Right Voice for You-Kurs. Da sollten wir auch so eine Zweierübung machen und dann auch, ne, so, also mein Partner, meine Partnerin meinte auch so, also ich würde gerne abnehmen. Und da kam so in meinem Kopf so diese Frage, okay, wenn du dir einen anderen Körper aussuchen könntest, welchen hättest du denn gern? Und dann war eine wirklich, wirklich beautiful, ne, so die, der Norm entspricht, klingt blöd, aber ne, so schlank, würde man fast sagen, 90, 60, 90, lange Haare, wirklich wunderschön, ja. Sag ich, okay, cool. Und jetzt stell dir wirklich vor, du gibst deinen Körper auf und kriegst alles, was der Körper hat. All das Set an Bewertungen, was mit diesem Körper kommt. Und da ne, so hat sich erlaubt, da einzutauchen in den anderen Körper und wirklich, wie das wäre, diesen Körper zu haben. Und sie sagt so, wow, das war mir nie bewusst. Das möchte sie nicht. Und seitdem kann sie ihren Körper total empfangen mit dem, wie sie ihn kreiert hat. Ja? So was, wenn ihr keinen Fehler macht mit euren Bodies und euch das mal erlaubt, okay, welchen Körper, wenn ich jetzt wirklich Körper tauschen könnte, welchen hätte ich denn gern? Und dann taucht aber ein mit allem, was da dazu gehört. Man hat immer diese schöne Vorstellung, mit dem Körper hätte ich X, Y, Z alles nicht und das und das und das wäre das alles Fantasie in eurem Kopf. Aber ist es so? Es gibt euch mehr Klarheit darüber, ja? So, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch damit gern schon mal spielen. Ist das hilfreich, Monika? Ja, das ist hilfreich. Und weißt du was, ich möchte wirklich mit keiner Frau tauschen. Obwohl ich Bewertungen an meinem Körper habe, aber tauschen möchte ich nicht. Ah, das heißt, du möchtest nur bewerten? Ja, möchte nur zufrieden sein. Was irgendwie meinst du damit? Möchte ich wieder, ja, irgendwie, ich war ja, sage ich mal, 43 Jahre schlank. Aha. Und dann habe ich mir wahrscheinlich um die Fülle gefragt und dann ist auch die Körperfülle gekommen. Aber stimmt das oder ist das einfach die Geschichte, die schön klingt dazu? Okay. Ich weiß, das war bei einer Spiritualität, bla bla bla, ne, so, die klingt, ne, fragst nach fünf. Stimmt es wirklich? Was ist wirklich passiert? Was weißt das du? Das weiß ich nicht. Du musst extra Geld beweisen. Jedes Ich weiß nicht kostet 5 Euro extra, das wisst ihr schon. Weil Ich weiß nicht ist eine Lüge. Wenn ihr zu mich weiß nicht geht, lügt ihr euch selber an. Ihr habt es kreiert. So, wer sollte das besser wissen als du? Du weißt viel mehr über dich als ich, meine Liebe. Was hast du gesagt? Wann hat es angefangen mit dem Zunehmen? So vor 10 Jahren. Cool, so was ist passiert vor 10 Jahren? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Burnout. Hä? Burnout. Okay. Ich hatte ein Burnout. Okay, was war der Auslöser? Was ist passiert in der Zeit? Das will ich jetzt da nicht sagen. Aber da kann man einfach, die Spur kann man entlang gehen, ja? So, wo wolltest du total dynamisch raus? Und das ist es oft. Man kreiert sich was und schau, dann kreierst du alles andere drumherum. So, welche Ansicht verwendest du, die dein Körpergewicht kreiert, das du nicht haben möchtest? Das dir aber nicht anschaut, ne? So, dass du bist ja nicht gewählt, was anzuschauen. Geht es wirklich um Fülle oder geht es um was ganz anderes? Und mit dem Körper beweist du, schau. Und das muss nicht logisch sein, das muss keinen Sinn machen. Das ist nochmal das Irrsinnigste, ja? Ja.
Da sehe ich die ersten schon lachen, ja? So alles, was ihr da noch nicht anerkannt habt, welche irrsinnige Ansicht ihr beweist mit dem Körper, den ihr wählt, den ihr nicht haben möchtet, können wir das alles widerrufen, auflösen, aufkündigen, es annullieren, dem abschütteln, es zurückfordern und zerstören und umkreieren? Ja. Right or good, bad, pot, pock, orange, shots, boys, neons. Ne? So, wenn ihr in die echte Frage geht und euch nicht bewertet und einfach schaut, was ist denn das Gewahrsein hier? Dann kommt ihr zu den Informationen und zu einer neuen Wahl. Solange du denkst, es liegt an der Fülle, ja, und wenn, ne, so, der Dan hat das so geil beim ESB beschrieben, wenn dir das rechte Knie wehtut und du ständig, ne, an deinem linken Arm arbeitest und machst und tust und verbindest und salben und da wunderst dich, der Schmerz geht nicht weg. Ja, aber du gehst immer dahin, nicht da, wo es ist, ja. So, überall, wo noch nicht gewählt, ne, euch noch nicht das noch nicht anerkannt habt, wirklich euch zu erlauben, ehrlich mit euch in eurem Körper zu sein, worum es wirklich geht, um tatsächlich die Veränderungen zu kreieren und einzuladen und zu verwirklichen, die ihr euch wünscht, können wir das zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, orange, shots, boys, neons. Ne, das ist einfach, ihr müsst es für keinen anderen tun. Es ist euer Body, ne? So, du und also dein Wesen und dein Körper. Ihr seid dieses Einssein. Ihr müsst es für keinen rechtfertigen, ihr müsst kein Recht machen, ihr müsst euch für nicht jemand anders kreieren. Was weißt du und was hättest du wirklich gern? Und ihr könnt es wählen. Ne? Ihr seid nicht Opfer von irgendwas. Alles, was da stattfindet, habt ihr irgendwo gewählt. Ich sage nicht, dass alles bewusst ist. Weiß Gott nicht, weil meistens erlauben wir es gar nicht, bewusst zu sein. Ne? Wie sagt der Gary, 10 Sekunden in Unbewusstsein können dir 10.000 Jahre an Schmerz und Leid kreieren. So, wo waren deine 10 Sekunden Unbewusstheit, die du, ne, wo du das gewählt hast, was du jetzt hast und glaubst, nicht zu verändern zu können? Boom, das hat Ladung. Right, drum, good, bad, pot, pock, orange, shots, poisons. Und wenn du jetzt ganz neu hier bist, Gary Douglas ist der Gründer von Access Consciousness, der die ganzen Tools zusammen mit dem Dr. Dane hier in die Welt gebracht hat, für das ich so unglaublich dankbar bin. Coolio. Also so ein kleiner Teaser. Wenn ihr Leute kennt, für die das auch noch spannend ist, ladet sie gerne noch mit ein zu dieser 5-Tage-Challenge. Wir starten offiziell nächste Woche, wahrscheinlich sogar am Dienstag. Da bin ich aus Rom auch wieder sicher, gutes Internet habe oder wieder da bin. Die Judy hat noch gefragt, welche Fragen kann ich stellen, um zu erfahren, ob mein Körper so aussehen möchte, wie er aussieht? Das ist ganz schwierig, Lydia. Bist du bereit? Ich muss jemand stumm schalten. So, Wahrheit, liebe Lydia. Sieht dein Körper so aus, wie er aussehen möchte, ja oder nein? Was ist leichter? Jetzt bist du eingefroren. Wie geil. In so einem schönen Lächeln. Ja oder nein? So, Wahrheit, möchte dein Körper so aussehen? Du bist wahrscheinlich im lauten Platz. Nein. Okay. Cool. Frag das. Das ist eine super geile Frage. Body, wie möchtest du aussehen? Und dann gibt es etwas, was ich beitragen kann, um so auszusehen, wie du aussehen möchtest. Und es gibt auch Körperprozesse, aber zu dem kommen wir alles noch viel später. Ja? Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Ich möchte euch am liebsten in einer halben Stunde alles geben und ich sehe einfach... nicht möglich. Also ich freue mich auf nächste Woche. Ladet gerne Leute ein. Das Recording wird in eurem Kajabi hochgeladen und ich lade dieses Video auch auf YouTube hoch. Ich bin nicht sicher, ob ich die ganze Serie da hochlade. Wahrscheinlich eher Vimeo mit Passwort oder so. Freue mich auf alles, was wir entdecken können und ich freue mich auf die Körper, die wirklich, und das ist es, Körper haben immer mehr diesen Demand so, hey, so mag ich nicht weitermachen. Ich gebe dir ständig Informationen und du drückst es weg. Was, wenn die Körper nicht mehr einverstanden sind, damit einfach nur weggedrückt zu werden, sondern sagen, hey, du fragst nach Bewusstsein, dann musst du neue Wahlen treffen. Und pot und pock, das ist meine Ansicht dazu. Ich kann mich irren, ja. Aber es gibt eben so viel Nährendes und Beitragendes, dass wir wählen können. Also wir werden auch dann 40 Tage haben nach der Challenge, wo wir intensiver eintauchen in die Energie der Körper oder in die Magie, nicht nur Energie, sondern auch in die Magie, die Körper sind. Und wir werden dann auch in 2020 startet eine Body Magic Tour. Das heißt, ich werde in ganz vielen verschiedenen Sprachen, schöner Versprecher, in ganz vielen verschiedenen Orten sein, mit Körperprozess tragen.
vielleicht auch in verschiedenen Sprachen. Lass uns mal sehen, was möglich ist. Ja. So, ja. Und vielleicht gibt es ja irgendwas, wo die Body Magic Tour auch in deiner Nähe ist, mit einem Körperprozess, der auch für dein Body ein Beitrag sein könnte. Ich freue mich auf jeden Fall über alle, die hier beitragen möchten, wirklich mehr Leichtigkeit, mehr Empfang mit Körper zu kreieren. Es ist ein Riesenfeld und ich kann euch sagen, es ist die Abkürzung zu all dem, wonach du fragst. In ganz vielen Modalitäten wird der Körper abgelehnt als was Schlechtes und etwas, weiß ich, sündiges Fleisch, bla bla bla, in sämtlichen Religionen und Kulturen. Aber tatsächlich, glaube ich, unser Körper ist der Katalysator, weil er dir immer anzeigt, welche Wahl du triffst und welche andere Wahl du treffen könntest, um mehr Space zu haben und somit Bewusstsein. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart mit Pleiten, Pech und Pannen hier. Nächste Woche geht's los. Na, ich werde alles händisch einfügen in mein, ja, ist alles neues System, alles im Aufbau, in der Veränderung. Und ihr kriegt auf jeden Fall das Recording von dem und genau den nächsten Zoom-Link. Wie geht's? Super leicht. Danke schon mal, dass ihr da wart. Danke für eure Energie. Und ja, was können wir entdecken in 5 Tagen? Ich freue mich. Ciao, ciao, ihr Lieben.